Kapitel 18. Drei Monate vor dem Fall. Wandel folgte Illidan durch das Portal und dann geduckt über einen Felskamm, sorgsam darauf bedacht, dass man ihn nicht sehen konnte. In der Ferne spürte er die Präsenz von tausenden und abertausenden Dämonen. Riesige Inseln aus Fels trieben wie Wolken über den Himmel dieser fremdartigen Welt. Das Licht einer winzigen Sonne hüllte jeden dieser Felsen in einen grünen Schein. Unter Wandel neigte sich der Hang einer von Kratern übersäten Ebene entgegen, aus der Obelisken aus spiegelnden Obsidian emporragten. Hinter ihm prangte das Portal zurück in die Scherbenwelt, ein Loch im Gewebe der Realität, ein Tunnel zwischen zwei Welten. Illidans Schatten fiel auf ihn. Der Verräter stand auf dem höchsten Punkt des Felskamms, die Klauen ausgefahren, jeder Muskel seines tätowierten Körpers angespannt, während die mächtigen Fledermausflügel sich an seinen Schultern schmiegten. Monströse Hörner wölbten sich seitlich aus seinem Schädel und ein Streifen Runenstoff verbarg seine Augenhöhlen. Ein wildes, erwartungsvolles Lächeln versog seine Lippen. Wandel bebte vor unbändiger Aufregung. Er unterdrückte den Dämon in seinem Inneren, aber er wusste, dass er ihn nicht ewig zurückhalten konnte. Sobald es zum Kampf kam, würde er seine Stärke brauchen, wenn er überleben wollte. Illidans ledrige Schwingen raschelten, als er das Gewicht verlagerte. Bei jeder Bewegung schlugen seine Hufe Funken auf dem Fels in Grund. Dutzende weitere Dämonjäger warteten in dem Schatten, durch mächtige Magie vor forschenden Augen verborgen. Wandel wusste nicht, ob ein Gott ihn hören konnte. Dennoch betete er, dass die Zauberer stark genug wären. In der Dunkelheit dort draußen lauten Feinde von tödlicher Stärke. Im Laufe der nächsten Stunden würde sich zeigen, ob die Geschenke, die der Verräter ihnen gemacht hatte, ausreichten, um ihre Leben zu retten. Sie würden herausfinden, ob die Monate des unerbittlichen Trainings und der fürchterlichen Opfer sich ausgezahlt hatten. Etwas in Wandel sehnte sich danach, den Truppen des dunklen Titans Sagaras zu dienen, und er hatte Angst, dass es womöglich nicht nur der Teil war, der sich durch die Berührung des Dämons verwandelt hatte. Ein Fragment seiner Elfenseele reagierte ebenso stark auf die nihilistische Macht der Brennerlegion, wie eine Höllenbestie es täte. Illidans Nasenflügel bebten, als könnte er Wandels Schwäche riechen, und ein Knurren drang tief aus seiner Brust. »Er wird scheitern«, sagte Wandels innerer Dämon. »So wie er immer scheitert. Er kann sich nicht gegen den Willen von Sagaras stellen. Nichts und niemand kann das.« Er atmete tief ein und versuchte, seinen Geist zu leeren. Aber es half nichts. Tatsächlich wurde er sich der magischen Energien ringsum nur noch deutlicher bewusst. Er wollte sie in sich aufsaugen, sie einsetzen, um dieser fernen dämonischen Präsenz eine vulkanische Flut der Zerstörung entgegenzuschicken. Er wollte sie alle töten und sich von ihrer Essenz nähren, nach der er so gierte. »Ja«, wisperte der Dämon. »Das wird dich stark genug machen, um selbst Illidan herauszufordern.« Er konzentrierte sich auf seine Umgebung, um das wahnsinnige Flüstern zu ignorieren. Diese Welt bestand aus purer magischer Energie, die zu basierendem chromatischen Stein erstarrt war. Wann immer er den Felsen berührte, kribbelte seine Haut. Wandels Herz raste in seiner Brust. Er konzentrierte seine Gedanken auf den näher kommenden Feind. Er war bereit, oder zumindest versuchte er, sich das einzureden. Illidan musterte den Dämon in der Ferne. Im Moment waren sie winzige Schatten, die er allein aufgrund ihrer Aura und Energien wahrnahm. Im Vergleich zu ihrer Zahl sah seine eigene Streitmacht geradezu jämmerlich aus, aber das war nebensächlich. Diese Schlacht würde durch Magie entschieden werden. Teufelsenergie wirbelte um ihn, aber er widerstand dem Drang, nach ihr zu greifen und sie aufzusaugen. Seine Finger strichen über die Wunde, die Arthas ihm beigebracht hatte. Sie prickelte, als würde ein kleiner Teil von Frostgram, der finsteren Klinge des Lichtkönigs, noch immer darin stecken. Er zog die Hand zurück, um nicht an seine Niederlage erinnert zu werden. Dies war nicht der Moment für solche Gedanken. Illidan spürte die Nervosität seiner Truppe, ihren inneren Kampf. Sein Lächeln wurde zu einem Zähnefletschen. Sie waren wie Jagdhunde, die Beute witterten. Genau dazu hatte er sie gemacht, und dies war ihre letzte Prüfung. Jetzt würde sich zeigen, ob die Jahrhunderte der Planung die Mühe wert gewesen waren. Sollte seine Armee scheitern, würde er sterben, und seine über Jahrtausende gehegten Träume würden sich in Luft auflösen. Doch das würde nicht geschehen. Sie würden nicht an dieser letzten Hürde scheitern. Er hatte zu lange auf diesen Moment hingearbeitet. Er würde es nicht zulassen. Illidan streckte sein Bewusstsein aus.
wie eine Flutwelle rollte seine magische verstärkten Sinne dem näherrückenden Feind entgegen. Binnen eines Herzschlages hatte er ihre Streitmacht gezählt. Da waren Dutzende Schreckenslords, jeder mit seinem eigenen Gefolge aus hunderten Teufelshunden und Höllenbestien und anderen dämonischen Kreaturen. Sie sind stark, vielleicht zu stark. Der Gedanke nagte an ihm. Er schüttelte den gehörnten Kopf, während ein Windhauch über den Hügel blies und seine Schwingen aufblähte. Du hast dich verrechnet, und das nicht zum ersten Mal. Nein, er hat sich nicht geirrt. Er war bereit, seine Truppen waren bereit. Der Feind war nun ganz nah. Die dämonische Armee walzte durch die fremdartige Landschaft wie eine unaufhaltsame Naturgewalt, entschlossen den Hügel, auf dem Illidan wartete, unter sich zu begraben. Die mächtigen Schreckenslords stampften zwischen ihren Kohorten niederer Dämonen auf sie zu, und obwohl der Wind sich wieder gelegt hatte, flatterten ihre mächtigen Schwingen, während ihre gehörnten Schädel hierhin und dorthin druckten, um die Umgebung nach Gegnern abzusuchen. Die glühenden Runen auf ihrer Rüstung zeigten ihren Status ebenso an wie die Größe ihres Gefolges. Diabolisch schöne Sukkuben ließen ihre Peitschen knallen und krümmten die Schwänze in einem lasziven Tanz. Stachelnde Teufelshunde mit zuckenden Tentakeln und glänzenden scharfen Zähnen schnupperten in der Luft, als könnten sie die Beute bereits riechen. Teufelswachen in schwerer Rüstung hoben gewaltige Äxte, während sie auf die Befehle ihrer Meister warteten. Turmhohe, sechsarmige Shivara schimmerten am Rand von Illidans Wahrnehmung, selbst für seine scharfen Sinne waren sie beinahe unsichtbar. Dies waren die Soldaten der Brennenden Legion. Sie hatten zahllose Welten verschlungen und strebten danach, im Namen ihres Herrn Sargeras den gesamten Kosmos in rauchende Asche zu verwandeln. Illidan blieb hoch aufgerichtet und scheinbar einsam stehen, während seine Truppen weiter verborgen blieben. Sie würden sich erst zeigen, wenn der richtige Moment gekommen war, und keine Sekunde früher. Was sein Feind anlockte, war das Portal, das sich auf der Oberfläche ihrer trostlosen Welt geöffnet hatte. Sie kamen, um jeden zu bestrafen, der es wagte, ihr Reich zu betreten. Es geschah nicht oft, dass jemand die brennende Legion auf ihrem eigenen Territorium herausforderte. Selbst während Illidans gewaltiger Lebensspanne hatte es nur eine Handvoll solcher Zwischenfälle gegeben. Auf der Ebene unter ihm blieb die Armee schließlich stehen. Der größte der Schreckenslords hob die geballte Faust, dann deutete er auf den Verräter und lachte. Seine dunkle Belustigung hallte über die Landschaft und fand in den Kehlen hunderter anderer Schreckenslords ein Echo. Ihr Spott war offensichtlich. Aber einige erkannten, dass sie sich selbst zum Narren gemacht hatten, indem sie nur einer Person wegen einer gesamten Armee mobilisiert hatten. Illidan verschränkte die Arme vor der Brust und spreizte die Schwingen, so weit es nur ging. Dann starrte er auf sie herab, sein Blick ebenso verächtlich wie der ihre. Den Schreckenslords blieb das Lachen im Halse stecken, und das Echo ihrer Belustigung verlor sich zwischen den Felsen. Stille breitete sich unter ihren Rängen aus, bis nur noch das Zischen geschmolzener Haut von den Höllenbestien zu hören war. Der Anführer der Streitmacht ließ die erhobene Faust nach unten sausen, und ein gigantischer Meteor stürzte vom Himmel. Donner grollte und brachte die Luft über diesen Landstrich zum Vibrieren, der sich schon bald in ein Schlachtfeld verwandeln würde. Wandel war froh, dass er zwischen dem Felsen verborgen war. Bislang hatte keiner der Dämonen ihn bemerkt. Er hingegen spürte ihre Bösartigkeit als Nebel entfesseltem Hasses, der selbst die Magie in der Luft überdeckte. Schließ dich ihnen an. Flüsterte die Dämonenstimme in seinem Inneren. Werde einer von ihnen und du sollst belohnt werden, wie noch keine Seele in der Geschichte des Kosmos belohnt wurde. Er spürte die Versuchung. Der Dämon sagte die Wahrheit, oder zumindest, was seiner Ansicht nach die Wahrheit war. Wandel berührte die Griffe seiner Waffe. Wie leicht wäre es, sie Illidan in den Rücken zu rammen. War er nicht der Verräter? Hatte es je einen Elf gegeben, der den Tod mehr verdient hätte? Töte ihn. Verlangte die Stimme. Töte Illidan und ernte ewigen Ruhm. Töte den Verräter und werde ein dunkler Gott. Das Geräusch des Donners ebbte ab, als sich die Armee der Nethrasim wieder in Bewegung setzte. Der Meteor schlug mit erderschütternder Wucht auf die Ebene ein, und eine riesige, lodernde Höllenbestie barst daraus hervor. Sie zog sich aus dem Einschlagkrater und marschierte gemeinsam mit dem Rest der Dämonenarmee näher. Wandel verspürte den Drang, sich ebenfalls zu erheben. Falls er Illidan vernichtete, würde er ebenso ein Dämon werden, wie sie es waren. Er könnte seine Sterblichkeit abstreifen und frei von Furcht oder Bedauern leben. Er könnte alle Schuldgefühle über den Tod seiner Familie begraben und mit ihnen jegliche Verwandtschaft zu diesen schwachen, zerbrechlichen Wesen aus Fleisch und Blut. Er könnte so viel mehr werden, als er es jetzt war.
indem er sich der Brenner Legion anschloss. Er könnte ein Eroberer sein und das Universum von der widerlichen Seuche des Lebens reinwaschen. Er könnte die gesamte Schöpfung ausmerzen, damit ein neues Universum geboren werden könnte. Ein Universum nach seinem Abbild, nach seinen Wünschen. Ein Moment lang schwankte er. Er lauschte der Stimme seines inneren Dämons und erkannte, dass es seine eigene war. Indem er den Teufelshorn verzehrt hatte, hatte er seine Seele befleckt. Sie war von den Bösen der Kreatur deformiert und verfremdet worden. Da war kein Dämon in ihm, das war nur er selbst. Falls er der Versuchung nachgab, würde er das Versprechen seiner Frau und seinem Sohn gegenüber brechen. Dann würden sie nie gerecht werden. Es war nicht Illidan, den er töten wollte. Es waren die Wesen, die den Verräter zu dem gemacht hatten, was er heute war. So klar wie nie zuvor erkannte er, wofür Illidan stand. Und er erkannte es, weil er sah, wogegen der Dämonjäger kämpfte. Seiner vielen und schwerwiegenden Mängel zum Trotz war der Verräter das einzige Wesen, das die Lage wirklich begriff, das bereit war, alles Nötige zu tun, um der Bedrohung ein Ende zu setzen. Gut möglich, dass er wahnsinnig war, dass seine Intrigen zum Scheitern verdammt waren, doch das war immer noch besser als die Alternative. Die Dämonen der Legion hatten den Hügel erreicht. Es war Zeit, gegen den ersten Feind zu kämpfen. Die Herrscher und Anitrasim marschierten den Hang hinauf. Sterbliche Krieger würden nun langsamer werden, doch diese Kreaturen schienen keine Erschöpfung zu kennen. Teufelshunde eilten voran, gefolgt von Höllenbestien, während Dutzende geflügelte Schreckenslords ihr Gefolgsleute Befehle zu brüllten. Jetzt! Die dröhnende Stimme erklang direkt in Wandels Kopf. Sie gehörte Illidan. Im perfekten Einklang sprangen die Dämonjäger aus ihrer Deckung und stürmten den Hang hinunter, ihrer Beute entgegen. Einen Moment lang zauderte die Truppe der Legion, als könnte sie nicht glauben, dass sie gerade von einer so viel kleineren Armee, so viel kleineren Wesen angegriffen wurden. Ein oder zwei der Schreckenslords brachen wieder ein Gelächter aus. Mit einem Donnern, als würde sich das Meer gegen die Felsen der Küste werfen, prallten die beiden Streitmächte aufeinander. Die Dämonen wollten das Portal erreichen und es schließen. Die Dämonjäger wollten töten, töten, töten. Ein Teufelshund sprang Wandel an. Haiartige Zähne schnappten nach ihm, aber er beschwor seine Macht und jagte einen Ball gelbgrüner Energie in den aufgerissenen Schlund. Der Schädel des Dämons explodierte und rauchende Fleischfetzen regneten auf den Boden herab. Wandel widerstand dem Drang, sich daran zu laben, sondern warf sich nach vorn, wobei er die Dolche aus den Hüllen zog. Er rollte sich zwischen zwei monströsen Moak hindurch und schnitt ihnen die Achillessehnen durch, bevor sie ihre eigenen Waffen zum Einsatz bringen konnten. Dann sprang er wieder auf die Füße und rammte erst dem einen, dann dem anderen den Runen durchs Auge. Einen Moment später sah er sich einem Schreckenslord gegenüber. Das Monster war doppelt so groß wie er und breiter und stärker als jeder Oger. Seine riesigen, dornbesetzte Keule donnerte auf den Boden, als Wandel aus dem Weg sprang. Der Fels zersplitterte und eine Wolke aus grünem Staub wirbelte hoch in die Luft. Der Dämonjäger hatte sich kaum wieder aufgerichtet, da schlug sein Feind mit einem fledermausartigen Flügel nach ihm. Die Wucht des Treffers ließ Wandels Kopf dröhnen wie eine Glocke und schleuderte ihn rückwärts auf einen großen Felsbrocken zu. Noch in der Luft drehte er seinen Körper, so dass er mit den Füßen voran auf den Felsen landete. Dann rollte er sich seitlich ab und kam aus der Bewegung heraus wieder auf die Beine. Für eine Kreatur von so gewaltiger Masse drehte sich der Schreckenslord überraschend schnell herum. Als er näher kam, hob Wandel die Hand und sandte ihm einen Blitz aus Teufelsenergie entgegen. Der Gegner schlug schützend einen Flügel um seinen Leib, aber der Energieball zerfetzte die Schwinge, sodass sie wie ein zerfledderter Mantel flatternd seitlich an der Bestie herabhing. Dennoch schien der Schreckenslord nicht einmal langsamer zu werden. Aus dem Augenwinkel sah Wandel, wie Isiana mit einem weiteren Moak den er kurzen Prozess machte, dann über die Leiche sprang und einen der Teufelswache zum Kampf stellte. Ein Lichtblitz zu seiner Rechten warnte ihn und er sprang gerade noch rechtzeitig in die Luft, sodass der Feuerball eines Wichtels unter ihm hindurchsauste. Er wich aus, um nicht in dem flammenden Schweif zu landen, und als er wieder aufblickte, sah er den polierten Huf der verwundeten Schreckenslords auf sich zurasen. Der Huf verfehlte ihn und stampfte auf den Boden. Wandel stach mit dem Dolch zu und erwischte seinen Gegner hinter dem Knie. Das erlockte der Kreatur ein Grunzen, das aus Schmerz, aber auch aus Verachtung geboren sein mochte. Der Schreckenslord ließ seine Keule herabsausen und traf Wandel an der Schulter. Wäre er noch sterblich gewesen, hätte der Schlag ihn das Leben gekostet. Seine Rippen wären auseinandergeborsten und hätten sein Herz und seine Lungen durchbohrt.
Nun ließ er sich ohne ernste Verletzung, die Wucht des Treffers nutzend, zur Seite rollen. Gleichzeitig entfesselte er einen Blitz aus Teufelsenergie, um es dem Wichtel heimzuzahlen, der versucht hatte, ihn zu verbrennen. Nach der Attacke war von dem gackernden kleinen Biest nur noch eine Lache aus blubberndem Schleim übrig. Anschließend sprang Wandel wieder auf den Hang hinauf und rammte seinen linken Dolch in die Brustplatte des Schreckenslords. Er zog sich an der Waffe hoch, bis er seine zweite Waffe ins Auge des Dämons stoßen konnte. Das Monster hob die Hand vor die Wunde und machte Anstalten, nach Wandel zu schlagen, aber da hatte der Dämoniker seine Klinge schon wieder befreit und rammte sie in das andere Auge. Er ließ sich auf den Boden fallen und bearbeitete das Monster mit einer Reihe wirbelnder Schläge. Schon bald würde der Schreckenslord ihn auf dieselbe Weise wahrnehmen, wie er ihn wahrnahm, durch Magie. Aber ein paar wertvolle Sekunden lang war er tatsächlich blind. Wandel nutzte diese Gelegenheit, um wieder und wieder mit den Dolchen zuzustoßen. Die Magie der Klinge schnitt dabei tiefer als der Stahl und schlug faulende Wunden, die nicht verheilen konnten. Die Waffen kratzten über Knochen, sägten durch Sehnen und durchtrennten Muskeln. Es klang, als würde ein Metzger den Kadaver eines Ochsen mit einem Beil bearbeiten. Der Dämon gab es auf, nach ihm zu schlagen und versuchte stattdessen mit flatternden Flügeln auf Distanz zu gehen. Aufgrund seiner Verletzung konnte er sich aber nicht mehr in die Lüfte erheben und Wandel schnitt sein Fleisch weiter in Fetzen. Grausamkeit lenkte die Hand des Elfen. Jeder Hieb, der sein Ziel traf, erfüllte ihn mit sadistischer Genugtuung und er wusste, dass das Ding in seinem Inneren den Tod des Netrasims in vollen Zügen genoss. Doch jetzt gerade war das nebensächlich. Er wollte dasselbe wie der Dämon, und es interessierte ihn nicht, ob er das Monster dadurch stärker machte, nicht solange er von seiner Macht zehren konnte. In diesem Augenblick labte er sich ebenso an seinem blutigen Werk wie der Dämon. Als von dem Schreckenslord schließlich nur noch ein Berg gehäutetes Fleisch übrig war, erkannte Wandel, dass er wertvolle Zeit vergeudete. Es gab noch mehr Gegner, die getötet werden wollten, und er hatte nicht vor, sie sich von den anderen Dämoniker wegschnappen zu lassen. Nadel stand ganz in der Nähe auf dem Torso einer gefallenen Teufelswache und rammte dem Ungetüm seine lange Nadel wieder und wieder zwischen die gebrochene Brustplatte. Es sah aus, als wollte er seinen Feind wieder zusammenflicken. Elarissel jagte derweil einen Teufelshund über den Hang, bevor sie ihm schließlich den Garaus machte. Ein Stück entfernt vor einem großen Felsbrocken hatte sich eine Gruppe von Schreckenslords zum letzten Gefecht zusammengedrängt. Sie wirkten eher verwirrt als verängstigt, als könnten sie noch immer nicht fassen, was rings um sie geschah. Die Schlacht war eindeutig nicht nach ihren Plänen verlaufen. Die Dämoniker hatten ihre Armee niedergemäht, wie eine Sense durch Getreide schneidet. Überall lagen die Kadaver der Dämonen. Natürlich waren noch einige Elfenleichen dabei, aber wenn man bedachte, wie groß die beiden Armeen zu Beginn gewesen waren, war ihre Zahl erstaunlich gering. Illidan landete auf dem Felsen hinter den verbliebenen Schreckenslords. Wandel fragte sich, ob der Fürst der Schelmenwelt sie selbst vernichten wollte, aber er stand einfach nur da und sah zu. Einer nach dem anderen erhoben sich die Dämonenjäger von ihren letzten Opfern und blickten erst ihren Meister an, dann die Schreckenslords. Die Dämonen wappneten sich für den Ansturm und Sekunden später brannte eine Woge aus Kriegern über sie herein und verschlang sie. Illidan beobachtete, wie seine Truppen die letzten der Netrasim zu Boden rissen. Seine Zweifel waren verschwunden. Die Dämonenjäger hatten seine kühnsten Erwartungen übertroffen. Natürlich war das Überraschungsmoment auf ihrer Seite gewesen. Die Schreckenslords hatten hier, so nahe ihrem Zuhause, nicht mit einem brutalen Angriff gerechnet. In ihrer Überheblichkeit waren sie direkt in Illidans Falle marschiert. So leicht würden sie es beim nächsten Mal nicht mehr haben. Dennoch konnte nichts sein Triumphgefühl schmälern. Jeder Schreckenslord, der hier sein Leben aushauchte, konnte nicht länger Leid im Universum vorbereiten. An diesem Ort, in diesem Moment, starben sie ein für allemal. Wie lange hatte Illidan gebraucht, um dieses Geheimnis zu lüften? Wie oft hatte er geglaubt, seine Feinde getötet zu haben, nur um sie wieder aufstehen zu sehen? Seine Visionen hatten ihm die Antwort gezeigt. Während der Jahrtausende seiner Gefangenschaft hatte er nichts mit diesem Wesen anfangen können. Doch jetzt war alles anders. Er würde die Anführer der Brennerlegion leiden lassen, so wie sie andere leiden ließen. Der Verräter zählte seine eigenen Verluste, weniger als 50. Im Augenblick war jedes Opfer ein schwerer Schlag, aber schon bald würde er mehr Dämonenjäger haben. Die Legion hat den Samen ihres eigenen Untergangs gesät. Es gab zahllose Kämpfer, die Rache an die Dämonen nehmen wollten, doch damit wollte Illidan sich später beschäftigen. Jetzt musste er sich erst einmal nehmen, weswegen er hergekommen war. Sie hatten nicht viel Zeit. Die Armee, die sie besiegt hatten, war nur ein Bruchteil dessen, was die Brennende Legion mobilisieren konnte.
Sobald sie entdecken, was hier geschehen war, würden die Herren der Stadt Hilfe rufen. Und Illidan musste bereits wieder verschwunden sein, wenn diese Verstärkung hier eintraf. Ganz gleich, wie mächtig seine Dämoniker waren, einer ausreichenden Überzahl hatten sie nichts entgegenzusetzen. Er gab das Signal, weiter zu marschieren. Mit schnellen Schritten betraten sie die Stadt der Netrasim, wo gewaltige Obsidiantürme das grüne Licht der Teufelsmagie widerspiegelten und ihren Schein auf schwarz schimmernde Straßen warfen. Sie begegneten zahlreichen Dämonen, teils Nachzügler, teils zurückgeblieben, um wichtige Aufgaben zu erfüllen. Aber die Illidari machten jeden nieder, der ihren Weg kreuzte. Sie waren wie ein Rudel Hunde, das ein Kaninchen zerfleischte. Nicht einmal der mächtigste Schreckenslord war so vielen Feinden gewachsen. Illidan widerstand dem Drang, selbst in die Kämpfe einzugreifen. Das Öffnen des Portals hatte einen Großteil seiner Kräfte aufgezehrt, und den Rest sparte er besser für den Fall auf, dass sich eine unerwartete Bedrohung zeigte. Vor ihm erhob sich der höchste der Türme, das große Archiv der Netrasim. In diesem Gebäude waren die zahllosen Geheimnisse gesammelt, die die Schreckenslords während ihrer Kreuzzüge in Sargeras Diensten entdeckt hatten. Hünenhafte Teufelswachen flankierten den Eingang, der magisch flackerte und verschwand, um den Eindringlingen den Zugang zu verwehren. Tätowierte Kämpfer rangen die Dämonen nieder, dann versammelten sie sich dort, wo eben noch die Tür gewesen war. Jetzt fanden ihre verwirrten Blicke an dieser Stelle nur noch eine nackte Steinmauer. Sprengt sie! Befahl Illidan. Zweifelsohne gab es eine einfachere Möglichkeit, den Eingang zu öffnen, aber er hatte keine Zeit, nach dem magischen Schlüssel zu suchen. Die Dämonenjäger hoben ihre Hände und schleuderten Energieblitze gegen den Turm. Hunderte dieser Geschosse verbrannten und zerkratzten den Stein, doch die Mauern hielten dem Trommelfeuer stand. Konzentriert euch auf einen Bereich! Rief Illidan, und alle Feuerbälle prasselten auf die Mitte der Barriere ein. Tiefer und tiefer gruben sie sich, bis der Stein schließlich zu einem Trümmerhaufen einstürzte. Illidan sprang darüber hinweg und fand vor sich eine lange Rampe, die in die Tiefen unter dem Bauwerk hinabführte. Bislang war alles genauso, wie er es in Guldans Vision gesehen hatte. Er lächelte in sich hinein, während ihm ein Dutzend Illidari ins Innere folgten und sich über die Ebenen des Turms verteilten, um den Weg für ihn zu sichern. Nach unten! Wies er sie an, und sie eilten die Rampe hinunter. Seltsame Lichter wanderten über den Boden, Ströme von Energie, die in die mächtigen Zauber der Nitrasim eingebunden waren. Sie schimmerten und summten unter seinen Hufen. Ringsum reihten sich magische Maschinen aneinander, betrieben durch dieselbe Energie, die diese ganze seltsame Welt durchdrang. Er war seinem Ziel jetzt nah, ganz nah.